jetzt losfahren. Und seit einer halben Stunde macht er das. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ehrlich. Das Ding springt nicht an. Hier seht ihr die E-Mail, die mir geschickt haben, dass ich auch 8 Stück kriege. Und sobald die da sind, werde ich die auch verlosen. So, und wir sind, ja, wir haben 8:45. Es ist Samstag. Und ja, Samstag der 18. Und wir fahren jetzt los Richtung Nürnberg. Bis später. Jetzt losfahren. Und seit einer halben Stunde macht er das. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ehrlich. Das Ding springt nicht an. Okay. Okay. Ordentlich reingesprüht. Ding wieder drauf. Jetzt schauen, ob der anspringt. Da bin ich mal gespannt. Mann, Mann. Wo haben wir den Schlüssel? Wo haben wir den Schlüssel? Das war ein bisschen zu viel, ne? Mann, echt. Jetzt geht's weiter. So, jetzt gehen wir erstmal tanken hier, ne? Tanken wir mal erstmal. Mann, beten wir mal, dass der wieder anspringt. Ah, warum nicht immer so? Willkommen bei Kraft-Tipps. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin unterwegs nach Nürnberg. Ich werde da auf jeden Fall heute was abholen. Was werdet ihr später sehen? Hört ihr mich überhaupt? Das Ding ist so laut hier. Mann. Wir haben auf jeden Fall gute 4 Stunden Fahrt. Und schneller als 100 kann ich hier nicht fahren. Also wird es bestimmt länger dauern. Aber was wir noch machen, ne? Alles gut. Und ja. Was es ist, seht ihr gleich in dem Video. Bisschen mehr als 200 Kilometer gefahren. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn überhaupt? Unbekannte Straße. Irgendwo in A7 bin ich. Ja, und wir müssen noch 200 Kilometer fahren. Gute 2 Stunden. Genau 2 Stunden noch fahren. Und ja. Gut, die Straßen sind leer. Macht Spaß. Und das Auto ist so laut, ne? Ich habe so Kopfschmerzen, ehrlich, jetzt schon. Und ich habe noch so viel zu tun, so viel muss ich noch fahren. Also Jungs, das Ding hier, das Ding ist so geil. Ich habe es mitgenommen, hier Kabel, für einmal hier für unseren GoPro und einmal für mein Handy. Und das Ding ist echt geil, muss ich sagen. Und wir fahren jetzt schön weiter. Bis später, wenn wir angekommen sind. Bernd hier. Weilersbach.
Im Weilerschwach, ja. So, hierfür bin ich gekommen. Das ist, also Bernd, kannst du mal einmal ganz kurz aufzählen und ich zeig dem Motor, was du hier alles gemacht hast? VR6 Turbo mit GT30 76 Garrett Originallader, Serien Kolben und Pleuele, Ja. Abstimmung aktuell auf 0,9 bar, Ja. neue Kolbenringe, neue Lager, ja, Dichtungen alle neu, Schrauben alle Ja. neu. Ja, das Problem ist, der hat mir das schon alles gerade erzählt und bestimmt noch tausend anderen erzählt. Ich habe keine Lust mehr zu was zu erzählen hier. So. Ja, ich habe mir den angeschaut, soweit in Ordnung. Wir haben uns mit Bernd geeinigt. Und da sind noch andere Sachen. Erstmal hier sein Schätzchen hier von Bernd. Ein sehr, sehr schöner. Wie viel ist der nochmal gelaufen, Bernd? 76.000 Original. 76.000 Originaler Kein VR6. Winder. Sehr, sehr schön. Überhaupt nicht verbastelt. Sehr schöne Felgen. Die hat man 90er Jahre gerne gefahren. Diese Kesken kenne ich ja. Ganz verdichtet frisch. Sehr schön. Und die hier sind alle dabei, Bernd, ne? Jawohl. Getriebe ist dabei, Schläuche sind dabei, Rohre sind dabei. Frostschrauben. Ja, Cut haben wir dabei. Die kann ich auch eintragen, ne, Bernd? Ja. Das ist geil. Und alles auf Golf 3, weil ich habe ja Richtig. ein Golf 4, also nicht Golf 4, Golf 3. Cabrio ist ja aber ein Mix. Ja, funktioniert. Ist, ja. Schön. So, Bernd, dann nehme ich alles. Super, Super. dich kennengelernt zu haben Kein und Problem, gern. wir hören uns bestimmt noch. So ist es. So, ich fahre natürlich nicht sofort nach Hause. Ich besuche erstmal Selmanabe, Selmans World, besser gesagt. Weil der kommt ja aus Nürnberg und ich war ja um die Ecke hier. Darum habe ich gesagt, gehen wir den ganz kurz besuchen und mal schauen, was er zu erzählen hat. Bis gleich. Salman Ford und Muss. Kfz Yunus, Kfz Und der lacht schon hier, was ich alles geholt habe. Fuzis. Hammer, Hammer, du bist verrückt. Was für alles hast du in Nürnberg gekauft? Das habe ich jetzt alles in Nürnberg gekauft. Das war so günstig, Da musste ich hast du hin. gedacht, da besuche ich mal den Salman. Ja, habe ja nochmal die 50 Kilometer drauf getan und habe dich dann direkt besucht. Du bist der Hammer, weißt du was, So. Yunus, ich I love you. Das alles dazu? Das gehört alles dazu, ja. Da siehst du mal, was für ein Boah. Turbo-Projekt so Hammer, alles Hammer, Hammer, gehört, ne? Hammer. Du bist so verrückt. Da sieht immer so wenig aus, aber das ist sehr, sehr Verrückt, viel. verrückt, verrückt. Verrückt. Gestern war ich in Duisburg und hier heute bin ich in Nürnberg, ne? Und dann kommt der Yunus nach Nürnberg und Ja, holt sich so einen deswegen habe ich Motor. hier gestern die ganze Zeit versucht Ne? anzurufen. Ist so, kommst du heute? Weil sonst. Weil ich musste auch, ich habe da Kundschaft gehabt bei mir, weißt du? Und ich habe jetzt nicht die Luxus, irgendwo mal spazieren zu gehen. Ich habe mein Auto abgeholt und dann zack, schnell wieder zurück. Ja. Gut, Selman, komm, lass mal rein. Komm, Lass lass, mal ich schauen. tue jetzt einen Kaffee auf. Das ist auch ein 1,8 Liter, oder wie? Nein, das ist 2,8. Das ist VR6. Boah. Das ist VR6 auf Du Turbo. bist doch verrückt, ey. Und das willst du in den Golf oder Lupo? Golf. Golf. Dings. Cabrio. Den du auch hast. Da muss er Und lachen. das ist hier meine Welt. Kommt rein, kommt rein. Das ist die Werkstatt, wo der neben dran ist. Das ist hier meine Ach, Schrottkistenwelt. Quatsch. Also wenn ihr ein günstiges Auto sucht und ihr seid in Nürnberg, geht zu Selmanabe. Selmanabe ist ein ehrlicher Autohändler. Ganz ehrlich. Hier, in Ja. so ein Auto kommt der rein, Selmanabe. Schau mal, das ist der Golf, was ich dir gesagt habe. Ja, und da Das kommt ist er der eingebaut. 2-Liter-Golf. Genau, da kommt er eingebaut. Komm, wir bauen den. Schau mal, die Werkstatt ist Ist hier. sofort da, ist Hier. bereit. Ist bereit, wir können direkt Komm, wir einbauen. machen den gleich Dort. fertig. Ja. Ich habe Ungefähr Werkzeug ohne Ende. eine Woche, aber sonst alles gut. Aber Hat Klima. der ist genau der gleiche wie meiner. Meiner hat nur Leder und du nicht. Ja. Hat deiner Klima alles? Ja, Klima, alles hat der. Ah, jetzt nicht mehr, aber der hatte. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal Kaffee trinken. Ja, ich lege jetzt den Kaffee auf und Yunus, schau mal meine Schrottkiste an, du, ey, Mann, Mann, der hat mir Sorgen gemacht. Quatsch, alles Hammer. gut, alles gut. Taui weg und du hast Selmanabe. Teuer, teuer, scheiße, war der Boah, teuer, warte mal, warte mal, warte mal, Selmanabe, was ist das für ein Auto hier?
Was ist nicht das hier? Nicht das. Das. Was ist das für ein Auto? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, siehst du? Auf der rechten Seite hier ist aber nichts. Du meinst auf der linken Seite? Auf der linken Seite, ne? Das ist noch Holzboden. Wem gehört der denn? Das ist hier der Master hier. Ja, der hat Geschmack. Ne? Der hat Geschmack. Ich weiß nicht, was das für einer ist, ein 320er oder. Ich glaube, das ist. Keine Ahnung. Den haben sie schon auseinandergeschraubt. Was nennen die? Wie heißen die? E34? Nee, E24. Keine Ahnung, du fragst dich, ey, das ist. Der hat laut Tacho 115.000 Kilometer runter. Ja, das glaube ich laut auch. Laut Tacho. Boah, der ist geil. Der ist geil. Sowas zu fahren würde wieder Spaß machen, ne? Ja, Baujahr 71 kann das sein? Nein, ne? Aber bestimmt 80er. Irgendwann 80er. Ich denke mal, bei den, das ist ein 80er. 80er oder 79 oder 78er. Sowas. Sowas müsste es sein. Geiles Ding. Ja. Aber dass der so ein bisschen hier steht, so ist ein bisschen traurig. Ja. Was da für Goldstücke stehen draußen. Ne? Das ja, da drüben war noch ein Porsche, hast du nicht gesehen? Habe ich gesehen. Der rote. Der rote, ja. Das gehört boah, dem. Der ist ja aber schön hier, der Waldweg hier. Das ist so richtig. Was ist denn da oben? Da ist der Kanal, der Main-Donau-Kanal. Ha, ja? Ja. Krass. Ne? Main-Donau-Kanal. Da gehen die Leute immer mal spazieren. Ja. Yunus, I love you. Du bist der ach, Ehrenmann, Quatsch, weißt du? Alles das? Gut, alles gut. Komm, wir trinken jetzt Kaffee. Ja, okay, ich stütze jetzt. Wir gehen jetzt Kaffee trinken. Zähl mal ab hier. Ihr seid die beste Community, was es gibt. Ja, wirklich. Das ist an euch. I love you. Das ist der Ehrenmann. Tut den abonnieren, tut den Quatsch, unterstützen. Gut, der ist sowieso, der hat's drauf. Alles gut. Nein. Ein Mann mit Herz. Selman Abi. Selman Abi. Ein Mann mit super. Herz. Adi, bis gleich. Warte. Adamsen, ja. Wir haben jetzt genau 19 Uhr. Ich bin schon 10 Stunden unterwegs. Und hier, das sieht so geil aus hier überall. Also ich muss schon sagen, Nürnberg ist so eine geile Stadt. Gefällt mir richtig geil. Und natürlich jetzt Corona-Krise, alles ist immer ein bisschen easy jetzt hier. Aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr. Also die Stadt. Auf jeden Fall Dankeschön an viele Leute, die mir geschrieben haben, weil ich habe ja einen Post gemacht bei Instagram. Und sehr viele haben mir geschrieben, Yunus, komm da vorbei, komm mich besuchen. Dankeschön auf jeden Fall. Würde ich so gerne machen, aber echt, wie? Dann wäre ich ja noch eine Woche hier, glaube ich. Danke auf jeden Fall. So, hier muss ich mich auf jeden Fall einmal bei Selman Abel bedanken. Selmans Welt. Wer ihn nicht kennt, extra noch mehr an meine türkischen Abonnenten. Folgt den netten Herrn. Super, super, super Kerl. Also echt, ich sehe den wie meinen ganz großen Bruder. Super, super Kerl. Ich danke ihm nochmal. Der hat heute meinen Tag richtig angenehm gemacht hier in Nürnberg. Und ja, Dankeschön. Dankeschön, Selman Abi. Allah Rasus. Und ich fahre jetzt langsam nach Hause. Und ja, das Video ist sowieso schon lang genug, glaube ich. Rückfahrt zeige ich euch gar nicht. Und drückt mir die Daumen, dass ich gut nach Hause komme. Und wir sehen uns, wenn ich ausgeladen habe. Und dann reden wir nochmal detailliert über die ganzen Sachen, warum ich mich so entschieden habe, doch einen kompletten Satz zu holen, weil der Preis war einfach nur geil. Und wenn ihr dann seht, was alles drin ist und was alles gemacht wurde, werdet ihr mich auf jeden Fall verstehen. Und Salo hat das ja schon mitgekriegt und der Salo freut sich schon, er meint so, ja, das ist das Beste, ne? Das ist richtig, was du gemacht hast, sagt er. Ja, auf jeden Fall finde ich auch gut. So, wir sehen uns, wenn ich zurück in Witten bin. Bis später und drück mir die Daumen. Toi, toi, toi. Bis gleich. So, wie ihr seht, fast nach 15 Stunden und 1000 Kilometer, fast, bin ich da. Ich bin jetzt in der Werkstatt. Ja, ich bin kaputt, auf jeden Fall. War schön, auf jeden Fall. Ja. Jetzt nicht, aber morgen zeige ich euch das Ganze. Erstmal den ganzen Motor und alles, was dazu gehört. Aber jetzt mache ich erstmal Feierabend. Nächster Tag. So sieht's aus. Ja, genau. Ihr seht, nichts war gesichert. Den Motor hatten wir auf den Reifen drauf getan. Und ich hatte natürlich die ganzen, ja, Sicherheitsgurte vergessen.
Aber ist echt gut gegangen. Ich bin vorsichtig gefahren, nicht schneller als 100. So, jetzt packe ich das Ganze raus und dann zeige ich euch das nochmal alles in Ruhe. Hier haben wir die Ladeluftverrohrung. Hier haben wir die Restteile. Kabelbaum noch. Lichtmaschine, Anlasser. Servopumpe, Klimakompressor. Hier haben wir auch Ersatzteile. Hier haben wir noch Ersatzteile, Schrauben. Hier haben wir noch mal jede Menge Schläuche. Und einmal abgestimmter Turbo für den. Ne? Schläuche. Alles Silikonschläuche. Und dann haben wir noch mal hier extra Rohre. Ne? Die könnte ich echt gut gebrauchen. Für so ein Low Budget. Hier haben wir noch mal einen Ersatzteil. Das heißt, hier ist der Cut. Der kommt an die Domepipe. Richtig drauf, an die Domepipe. Und für den Stück haben wir den hier. Das heißt, dass ich den Mitteltopf abschneide und den dann sofort hier dran schweiße und jederzeit rausholen kann und durch irgendwas anderes ersetzen kann. Versteht schon, was ich meine. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Altes Steuergerät, ne, für den Wagen. Dann haben wir noch mal Kümmer und so. Dann haben wir noch mal hier die Ansaugbrücke. Ja, das sind so viele Sachen, was hier ist. Und jetzt kommen wir zum Motor selber. Das ist die Abgastemperatursensor. Dann haben wir hier die Wasserleitung. Dann haben wir einen Trial. Wastegate. Der originale, kein Nachbau. Ne? Dann haben wir natürlich eine runde Zündung hier. Dann haben wir schon aus Plastik. Ventildeckel. Dann haben wir hier ein extra für VH6 angefertigter, also angefertigtes Einspritzleiste. Ne, extra schon dicke. Dann haben wir hier, kenne ich selber nicht die Firma, eine sehr, sehr schöne Ansaugbrücke, der hier schon extra ja, die ganzen Anschlüsse und so hat, was ich auch sehr, sehr nice finde. Dann haben wir hier nochmal, hier wurde dann nichts gemacht. Der wird einmal hier verlängert. Hier haben wir ja genau, das ist die Verlängerung, damit wir die Ölrückleitung holen. Ne? Und dann haben wir natürlich die Speckkupplung. Ne? 6 PET ist das, glaube ich. Das ist die Speckkupplung. Speckkupplung, ne? Gehört zu den besten, gibt es aber leider nicht mehr, habe ich gehört. Sonst sind natürlich ein paar Sachen, die noch da sind. Was heißt, noch ein paar Sachen, die noch fehlen an diesem Motor, die werde ich natürlich ersetzen. Ja, ansonsten, ja, Dompipe, super, GTX 30, GTX sage ich schon, GT 30, 76 haben wir hier, sehr, sehr schön, Turbo sieht auch noch sehr, sehr gut aus, ne, da ist nichts drin, sehr schön. Eigentlich ein sehr, sehr schöner, ja, Turbo, brauche ich ja nicht sagen. Besser als so eine scheiß Schiene. Scheiße. Sonst hier haben wir ein bisschen Geräusche, die ist nicht schlimm. Wasserpumpe ist neu. Ansonsten brauche ich echt nichts mehr sagen. 470er Düsen haben wir. Ne? Und der ist einmal komplett verstärkt. Ventile sind neu. Wir haben Lagerschalen von R32 drin. Block wurde auch geplant geholt. Kopf genauso. Dann haben wir neue Ölpumpe, Wasserpumpe, ganzen Dichtungen. Kolbenringe sind neu. Und. Das kann ich euch gar nicht aufzählen. So viele Sachen sind neu. Der Wagen ist eigentlich komplett. Ein paar Sachen müssen gemacht werden. Komplett auf Turbotechnik umgebaut. Der ist auch gelaufen mit ca. 350 PS. Und das Geilste ist, alles eingetragen, so wie der ist. Und ich habe den Fahrzeugschein noch. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja? Weil ich hätte einen Turbosatz für 2000 Euro kriegen können. Nee, Entschuldigung, 2500 Euro kriegen können. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da waren sehr viele Sachen nicht dabei. Die Rohre und so waren auch alle natürlich ready zum Verbauen. Auch die Dompipe wäre ready zum Verbauen. Aber ne, wir hätten keine 200 Zellen Rennrad, die wir auch eintragen können. Hätten wir nicht dabei gehabt. Wir hätten kein Steuergerät mit dabei gehabt. Wir hätten nichts. Ne? Hier haben wir alles.
Hier haben wir alles für unseren Golf 3. Plug and Play. Ne? Und das ist das Geile. Und das Geile ist, ich habe den Fahrzeugschein. Das heißt, das Ding komplett ab. Das neue System komplett drauf. Schön verlegen das Ganze. Schön machen. Und dann haben wir Ruhe. Eins der Problem ist, wir haben hier einmal Verteiler. Ne? Verteilerkappe, also Verteilerzündung. Und hier haben wir das Ganze auf runde Zündung. Ich weiß jetzt nicht, wie fern wir diesen Kabelbaum hier einfach abmachen. Also bei dem Originalen einfach abmachen. Einfach den abmachen, den drauf machen. Läuft das Ding dann? Das weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger. Aber wenn einer da draußen echt Ahnung davon hat, kann mir ruhig das mal sagen, was ich da machen muss. Ob ich jetzt den neuen Kabelbaum verlegen muss. Alles kein Ding. Das wäre nice, wenn ihr mir das sagen würdet. Und hier ist nochmal die extra fette Kopfdichte. Die auch neu. Also Kette und so ist auch neu. Ne? Deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze ein bisschen mehr zu zahlen. Und ich habe das Ganze komplett und kann das Ding auch sofort eintragen. So. So viel dazu. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr feiert diesen Motor genauso wie ich. Und wenn ihr es tut, lasst doch mal einen fetten Daumen da. Ne? Weil ich freue mich. Ich freue mich, das Ding da einzubauen. Und wenn wir später mehr auf Leistung geben wollen, ne, mit dir macht das schon. Alles kein Ding. Aber das reicht erstmal. So, wir sehen uns. Euer Kraftsituation. Bis dann. Ciao.